Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der PES 19 Trainerkarriere hier bei Bayern München. Moment der Wahrheit ist gekommen. In der heutigen Folge spielen wir auswärts gegen Borussia Dortmund im 9. Spieltag oder 10. Ich weiß es nicht. Wir haben in der letzten Folge noch ein Trainerangebot bekommen. Das habe ich euch, glaube ich, gar nicht mehr gezeigt. Hoffenheim will uns als Trainer haben. Da lehne ich natürlich dankend ab. Wie kann ich ablehnen? Ablehnen. Aber ich hatte ihn jetzt gerade angenommen, ne? Ups. ja, okay, abgelehnt. Auf jeden Fall will ich nicht zu Hoffenheim gehen. Ich will bei Bayern bleiben, natürlich. Verteidiger-Karriere haben mich übrigens sehr, sehr viele Leute gefragt. Da ist halt so, ich habe richtig Bock auf die Trainerkarriere. Ich habe richtig Bock auf WWE und die Koop-Karriere. Das sind so die drei Projekte, wo ich mega Bock drauf habe. Ein paar coole Projekte im Hinterkopf. Da hinten. Ach, ich bin schon wieder so dumm, ne? Aber ja, das da muss ich mal gucken. Also die anderen Karrieren sind irgendwie aufs Eis geraten, so, also keine Ahnung. Mal gucken, Torwartkarriere will ich ab und zu mal machen, aber da komme ich, wie gesagt, nicht so dazu. Die ist auch ein bisschen aufwendiger als der ganze Rest hier. Ja, mal gucken, also wie gesagt, was noch kommt, kann ich euch nicht sagen, aber bestimmt PES-Trainerkarriere und FIFA-Koop und WWE, also die drei Sachen werden definitiv kommen, da habe ich selber richtig Bock drauf und wie gesagt, andere Projekte sind in Planung, lasst euch da überraschen, genug gelabert, jetzt wird es ein ganz, ganz heißes Spiel, Derby, natürlich, der deutsche El Clasico und ist ja gar kein Derby, ne? Derby ist es ja nicht wirklich, deutsches El Clasico halt einfach. Krasse Mannschaften, Dortmund, Bayern spielen gegeneinander und da macht Dortmund zu Hause das 1:0 nach ein paar Minuten, keine Ahnung, 4-5 Minuten. Hernandez, den haben sie sich gekauft wahrscheinlich oder geliehen oder irgendwas. Und ich glaube auch Nani, ist das Nani oder welcher ist denn Nani? Also die sehen alle so komisch aus, der eine Typ hier ist Nani, aber wer ist der andere? Keine Ahnung, ich philosophiere gerade über die Spieler von denen. Die haben gerade ein Tor gemacht, Mann. Fuck off. Voller Scheiß. 1:0 für Dortmund. Deutsches El Clasico geht schon mal gut los. Und das in der 3. Minute sogar. Lol. Okay, 3. Minute das 1:0. Jetzt müssen die Bayern aufdrehen. Wir geben richtig Gas. Und ja, let's go. Oh, was? Die haben einfach alles aufgemacht. Die haben eher die anderen Spieler gedeckt als mich selber, obwohl ich der Ballführende war. Und dann baller ich den gegen den Pfosten. Übrigens soll der rechts um beim I, ich kann ich jetzt nicht hinzeigen, aber ihr wisst, wo das I ist. Da ist die letzte Folge verlinkt. Da lief es ja richtig gut eigentlich. Bisher läuft es aber nicht so toll. Also, ey, komm, Schiede, da musst du nicht pfeifen. Die Anfangsphase richtig verpennt. Dann Pech gehabt, dass der eine Schuss, der hätte eigentlich reingehen müssen, der dann an den Pfosten geht. Also, letzte Folge in 6:0, glaube ich, oder so, gegen Gent, die mich ja richtig abgefuckt haben. Lol. Pfostenschuss auch für Dortmund nach, ja, zwei krassen verschlafenen Chancen. Hätte das hier das 2:0 sein können. Also auch hier ganz, ganz schlecht verteidigt. Irgendwie gepennt. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir wieder ein Spiel finden. Nein, Mann. Ins Spiel reinfinden könnte man wahrscheinlich am besten, indem man mal einen Dämpfer für Dortmund setzt mit einem Tor. Aber es funktioniert nicht. Gut gespielt war das. Es war gut gemacht, in einem Fluss, schön Tempo, One-Touch. Ja, und dann segelt er ganz, ganz knapp am Pfosten vorbei. Ich meine, wir werden stärker, aber ein Tor wäre halt echt wichtig. 2:0. Wir verpennen es irgendwie. Keine Ahnung, was wir machen. Delaney, 2:0 für Dortmund. Und diesen eigentlichen Pass hier, also zumindest in dieser Karriere, gar nicht so krass. Ich glaube, die sind nicht mal Zweiter, nicht mal Dritter irgendwie. Und wir sind ja Erster. Na klar, es ist Dortmund und die sind trotzdem gut.
Aber ich glaube zu wissen, dass die Tabelle gezeigt hat, dass sie gar nicht so krass sind momentan. Naja, man sieht es hier im Spiel. Wir können nichts gegen sie aussetzen. Bisher zumindest nicht. Zwei Riesenchancen vergeben. Dortmund nur eine Chance vergeben und zwei gemacht. Ja, irgendwie läuft es nicht. Oh, Müller, ja, den musst du jetzt machen. Den, wenn er den verschossen hätte. Alter. Ich hätte den, glaube ich, umgebracht, den Typen. Jo. Genau das Gegenspiel. Und das ist das 2-2. Yes. Vorhin Lewandowski auf Müller, jetzt Müller auf Lewandowski. Und beide schieben in ein relativ leeres Tor ein. Dortmund hier nach diesen zwei Angriffen komplett überfordert. Das war beides recht gut ausgespielt. Mit einem guten Querleger beides Mal. Beide Male, beides Mal. Beides Mal klingt voll falsch, aber keine Ahnung. Ja, 2-2. Ah, F5 zur Halbzeit. Aber 2-2 ist auf jeden Fall gut. 40. und 44. die beiden Tore gemacht und damit, wie gesagt, wieder alles auf Null gesetzt. Wir wurden ein bisschen stärker und haben, ja, zwei Angriffe wirklich exzellent ausgespielt. Wir hatten schon ein paar andere gute Chancen auch. Pfostentreffer und der eine, was ganz knapp vorbei ist nach diesem One-Touch. Aber, ja, passiert halt mal. Dortmund hatte ja auch einen Pfostentreffer, aber wie gesagt, solange man dann irgendwie noch zu seinen Chancen kommt, und zu denen sind wir gekommen, und zwei wirklich super Chancen, die wir dann, wie gesagt, richtig gut zu Ende gespielt haben. Ja, drin waren sie, ich rabe schon wieder zu viel, ist auf jeden Fall nice. 2-2. Und drin, Spiel gedreht, die Führung für uns, für die Bayern, yes! Gnabry, jawohl, Fitness haben sie noch und das war auch wieder super gemacht, hier ein bisschen, keine Ahnung, One-Touch war es jetzt nicht, aber so ein bisschen Tiki-Taka ist es schon so, ne, hin, her, hin, her, und drin ist er, Lewandowski, yes, 2-4, ja, oh, so sehe ich das gerne, so sehe ich das gerne. Ich habe nach dem 2-0 nicht aufgegeben, noch lange nicht. Das hat man vielleicht auch gemerkt. Manchmal bin ich richtig frustriert. Aber letzte Folge lief es richtig gut. Und ich habe gemerkt, wir sind nicht schlecht. Aber wir haben die Anfangsphase so ein bisschen verpennt. Und jetzt haben wir 4 Tore gemacht. Und es steht 2-4. Spiel gedreht. Und sogar mit einer 2-0-Führung quasi, also mit einer 2-Tore-Unterschied. Genauso wie Dortmund am Anfang. Oh, lol. Oh, lol. Wir spielen ihn rüber, einfach weil wir es können. Und drin ist er. 2-5. Das ging schnell. Doppelschlag. Hattrick Lewandowski. Der trifft gerne. Gegen sein quasi Ex-Club. Ist zwar schon lange, lange her, aber ist immer noch der Ex-Club. Ja. Das klappt nicht in jedem Spiel. Muss ich einfach so sagen. Irgendwie habe ich das Pass-Spielen jetzt wieder gelernt. Gelbe Karte für Süle, definitiv berechtigt. Aber ja, das ist momentan in jedem Spiel dabei. Aber solange wir die Spiele gewinnen und ich meine, steht 5-2, ist das super. Ich dachte natürlich, er rennt weiter. Habe hier die Grätsche angesetzt. Er hat den Ball mit der Hacke nach hinten zurückgespielt. Und da war der Ball weg und ich habe nur ihn getroffen. Ja, klug gemacht von ihm, wenn das so gewollt war, Respekt. Aber, ja, was heißt Respekt? Also schon ein bisschen assi, also Respekt eigentlich nicht. Naja. Okay, Ribéry auch eingewechselt. Der bringt jetzt nochmal Schwung hier auf den Außen. Crazyer Typ hier nochmal. Und der Schiri geht zu Süle. Jetzt wird's gefährlich. Aber er mahnt ihn nur. Hat hier schon den nächsten Zweikampf mit Reus angesetzt. Und wir müssen aufpassen jetzt. Wir müssen blöd reingehumpelt. Es war jetzt nicht so krass, also ich habe ihm nichts getan. Aber ja, wenn man ein bisschen blöd reingeht, kann es hier schon mal eine Gelb-Rot geben.
Okay, wir stellen auf defensiv, da Dortmund auf offensiv ist, und dann gucken wir mal, ob wir hier noch was reißen können. So wie eben, dass wir hier einfach einmal durchmarschieren und dann den Lupfer übers Tor setzen. Das war ein bisschen überheblich vielleicht, aber ich weiß noch nicht, was ich da vielleicht hätte anders machen sollen. Früher schießen, ja, aber das war dann auch schon zu spät. Also hier hätte ich schießen können, hab dann noch einen Schritt gemacht, dann habe ich gemerkt, oh, es wird knapp, und dann habe ich einfach auf Lupfen gedrückt. Schade. Und Pfosten Lewandowski. Lol, ey, Schiri. Was denn mit dem? Reus mit der letzten Chance in der Partie. Aber das war ganz, ganz schwach. Er wollte auch einen Lupfer probieren. Ihm ist es gar nicht gelungen. Also da war der Lupfer von Lewandowski deutlich besser. Süle keine rote Karte bekommen. Lewandowski ein Hattrick. 2:5 gegen Dortmund nach einem 2:0 Rückstand. So, Leute, mit einer ganz, ganz komischen Aufstellung gehen wir dann in das heutige Spiel rein. Vorne Wagner, links Ribéry, das ist okay, Coman auch. Tolisso und Sanchez im ZM. Und dann eine Fünferkette hinten mit Rafinha, Süle, Mai, keine Ahnung, ich kenne den nicht mal, aber das ist der einzige Innenverteidiger, den wir noch zu Ersatz haben, und der ist auch eigentlich gar nicht so gut, aber deswegen, jungen Spieler kann man auch einfach mal spielen lassen, warum nicht? Martinez und Oscholek, Fünferkette gegen Frankfurt, das wird crazy, und wenig im Mittelfeld, allgemein schlechtere Spieler, also was heißt schlechtere, aber schlechter bewertete, muss man halt einfach so sagen. Das könnte gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Oh, der muss doch drin sein, Leute. Sonst wird das hier nichts in diesem Spiel. Also, das wird ja allgemein schon schwer. Wie gesagt, in der Fünferkette spiele ich nie. Nie. Und, dass wir das dann auch noch irgendwie verkacken, das ist natürlich schade. So eine gute Chance. Crazy. Das gibt's nicht. Warum lege ich den eigentlich nochmal rüber? Warum? Weil es gegen Dortmund gut geklappt hat. Ich weiß es nicht. Da muss man schießen. Dann lege ich ihn rüber. Gut, er ist noch viel freier als Tolisso, weil die sich natürlich alle auf ihn fokussiert haben, also auf Tolisso. Und dann ist Coman richtig frei, aber ah, da muss ich eigentlich trotzdem abziehen, und auch wenn ich ihn gepasst habe, dass Coman ihn nicht macht, ey, Junge. Was ein Abfuck. Ey, das kann nicht sein, Mann. Spielen es immer über die flachen Flanken gerade, weil das wirklich am besten funktioniert. Also, so gut funktionierten die noch nie als gegen Frankfurt jetzt. Freiburg wollte ich schon fast sagen, Frankfurt. Und dann irgendwie kratzt dieser Torwart den die ganze Zeit raus. Jetzt! Jetzt sitzt er! Wir haben schon ein paar Mal so gespielt. Schon ein paar Mal gut gemacht. Und endlich ist er drin. Sandro Wagner dieses Mal. Ja, was heißt dieses Mal besser? Er hat es ja die anderen Male auch nicht schlecht gemacht. Aber der Torwart hat halt immer gehalten. Dieses Mal ist er auf jeden Fall drin. Es war ähnlich gut gespielt wie die letzten Male. Flache Flanke, die ja, wie gesagt, in diesem Spiel mega gut funktionieren. 1:0 gegen Frankfurt. Mit diesem tollen Team. Ja, passt schon. Yo, der hat Bock. Alter. What the fuck. Oh, scheiße. Das kann nicht sein. Mal gucken, ob die Flanke jetzt was wird. Ja, das war richtig gut. Und Robben. Oh. Ja, die Wechsel werden erst jetzt ausgeführt, weil es einfach keine Spielunterbrechung gab. Läuft. Ich habe den Ball jetzt einfach mal vorgedroschen, deswegen gibt es jetzt Abstoß. Ja, also, wenn wir das nicht über die Bühne bringen sollten, das wäre echt traurig. Weil ich, keine Ahnung, Frankfurt macht gar nichts. Wahrscheinlich kommen sie jetzt mit ihrer letzten Chance und machen ein Tor, so wie es aussieht. Tatsächlich. Alter, das ist so ein Abfuck. Frankfurt hat gar nichts gemacht. Die haben sich nur hinten reingestellt. Ohne Spaß. Ich konnte nichts machen. Die haben nichts gemacht. Und das ist einfach nur noch lächerlich. Und auch peinlich für mich. Ich kotze gleich. Ey, das kann nicht sein, Leute. Das ist so schlimm. Weil ich hab's auch noch gecallt, weil es ist so offensichtlich gewesen. Aber ich kann nichts machen. Ja, faul ihn direkt um.
Ich komme nach vorne, geht nichts. Es geht einfach nichts. Guck, das ist immer dasselbe. Ich spiele hier ein bisschen rum, dann verliere ich den Ball, dann hole ich ihn mir wieder, bla bla bla. Ich komme da nicht durch. Es ist fast unmöglich. Oh, jetzt geben sie mir ein bisschen Platz. Jetzt haut er mich um. Ja, nice. Ach, das ist lächerlich, dass die ein Tor gemacht haben. Und jetzt machen sie wahrscheinlich noch eins. Nix da. Nicht mit Martinez, Junge. Naja, dann haben wir es halt verkackt, ne? 44. und 88. Frankfurt kann sich einen ablachen. Die haben nichts investiert. Die haben ihre Spieler noch mehr geschont wie wir. Weil wir haben Pässe gespielt ohne Ende. Haben probiert ohne Ende. Guck dir das an. 73% Ballbesitz. 205 Pässe zu 70. Wen willst du eigentlich verarschen? 10 Schüsse zu einem, 6 zu einem aufs Tor. Aber wir haben es halt nicht zusammengebracht. Hatten ein paar gute Chancen in der ersten Halbzeit. Die hat alle der Torwart gehalten. Trapp, glaube ich, stand da gerade. Also ich glaube, die haben Trapp. Ja, habt ihr ja gesehen, dass diese flachen Flanken, und dann hat der Torwart ihn gehalten. Eine flache Flanke da mal reingegangen. Und ja, die haben nichts gemacht. Die haben ihre Spieler geschont und kommen dann in den letzten 5 Minuten und machen ein Tor. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall geil. Gut, machst du nix. Hannover hat auf jeden Fall gegen Schalke gewonnen mit 3-0. Das ist auf jeden Fall krass, Leute. Also, Hannover darf man nicht unterschätzen. Ey, die sind Fünfter, Junge. Die sind sogar vor Dortmund. Also, die darf man nicht unterschätzen. Habe ich ja gerade schon vorhin gesagt. Ja, nur einen Punkt mitgenommen gegen Frankfurt. Das ist bitter gewesen. Nach so einem krassen Spiel gegen Dortmund. Und auch einem richtig dominanten Spiel gegen Frankfurt. Dann nur 1-1. Das ist enttäuschend. Naja. Nächste Folge geht es dann wieder krass weiter. Hannover, die ja echt gut sind scheinbar. Und Rennes und bla bla bla. Also es wird crazy, Leute. Schaltet auf jeden Fall wieder rein. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.